Vielen Dank für die Einführung der politischen Schönheit. Und bevor ich zum Hyde Park kurz komme, möchte ich doch noch ein paar Worte verlieren über den Tag, den 9. November. Der 9. November war ja ein Tag, an dem die Deutschen das Glück hatten, wieder zusammenzukommen, und ein Tag der Freude. Aber der 9. November war auch ein Tag der Scham und der Trauer, nämlich 1938, als die Nazis die Synagogen anzündeten, Menschen schlugen und Geschäfte verwüsteten. Und in diesem Spagat zwischen Freude und Glück und zwischen Scham und Trauer müssen wir Deutsche leben, und das tun wir auch. Und deshalb meine ich, dass man daran vor dem Brandenburger Tor heute am 9. November kurz erinnern sollte. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, eigentlich in einer wunderbaren Zeit, in Freiheit, in Demokratie, in Frieden und Freundschaft mit unseren Nachbarn. Eine Situation, die Deutschland eigentlich noch nie hatte. Und trotzdem ist das kein Ruhekissen. Die Herausforderungen kommen täglich. Die Politik wird immer komplizierter, und wir sind in der Gefahr, dass die Gesellschaft, weil die Politik und weil die Zeit so kompliziert wird, in eine Apathie fällt. Und wie kann man da, so allmählich merkt ihr, komme ich zum Thema, wie kann man damit umgehen? Nun gibt es ja diese mediengeleitete Teilnahme an kleinen Teilen der Politik. Es gibt die Demos, es gibt die Bürgerinitiativen, es gibt die Stammtische. Aber es gibt eben auch den Versuch und die Möglichkeit, wie das im Hyde Park, ich glaube seit ein paar hundert Jahren oder weiß ich wie lange schon passiert, sich so auf so einen Podest zu stellen und zu sagen, was man meint, und nicht nur das zu sagen, was man meint, sondern auch die Reaktion zu hören, auch herauszufordern dadurch, auch einzutreten in den Streit. Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob dieser Hyde Park noch funktioniert, aber was ich glaube und was ich weiß, ist, dass der Versuch, hier in Berlin so eine Hyde Park Corner zu schaffen, sehr gut ist, und dafür wünsche ich euch ein gutes Gelingen. Vielen Dank.